Tschechien gegen die Schweiz. Letzte Partie am heutigen Tag dieser virtuellen Eishockey-Weltmeisterschaft. Und damit herzlich willkommen zu Spiel 4. In der Gruppe B die Schweiz. Bislang nur eine Niederlage, nämlich gegen Kanada. Aktuell Rang 3 für die Schweizer. Lettland allerdings bereits mit 6 Partien. Und die Tschechen könnten heute mit einem Sieg über die Schweiz den Kasachen auf die Pelle rücken. Kasachstan mit 6 Partien und 10 Punkten auf Rang 4. Tschechien mit 5 Partien und 7 Punkten auf Rang 5. Es ist also eine sehr, sehr enge Angelegenheit. Aber die Schweizer, sie spielen bei der diesjährigen Weltmeisterschaft einen wirklich sauberen Stiefel. Und das wird schwer für die zuletzt gebeutelten Tschechen, hier virtuell noch ins Viertelfinale einzuziehen. Kubalík auf Červenka. Hischier. Da ist Niederreiter. Oh, die Schweizer Mannschaft. Červenka auf Kubalík. Tschechien trotzdem sich ihrer Aufgabe bewusst. Kempny, Chytil, Smekal. Versuchen Druck auszuüben auf die Schweizer, auf Giannoni, Kempny. Und dann der Versuch von Smekal, die Scheibe da aus der Luft rein zu befördern. Und es gibt die Strafe gegen die Schweizer, die die Situation nur so lösen können bislang. Nämlich mittels Strafe. Und jetzt Überzahl für die tschechische Mannschaft. Für die nächsten 2 Minuten, wenn hier nichts schief geht. Kaut, Sporil, Jordan. Gute Schussposition. Giannoni allerdings mit der Scheibe. Der Sporil. Scheibe geht raus. Herzog versucht sogar den Konter einzuleiten. Aber ohne Erfolg. Und Giannoni. Einmal mehr. Der sichere Rückhalt. Smekal, da ist Jordan. Gute Schussposition. Tschechien macht hier eine starke Partie bis hierhin. Halbe Minute noch, dann die Schweiz wieder komplett. Spacek, Smekal. Schweizer kommen nicht raus und dann ist er drin. Smekal mit der 1:0 Führung für die Tschechen. Und das war ein schöner Treffer für die tschechische Mannschaft. 13 Minuten sind jetzt gespielt. Und Fora, jetzt also die Schweizer umso mehr gefragt. Und Vemeka. Sicher. Fünf Minuten noch. In Durchgang 1. Siegenthaler. Da ist Riad. Scheitert erneut an Vemeka.
Und wieder Riad und Wemeka kann er nicht festhalten. Erst im Nachfassen. Riesenglück für die Tschechen. Es bleibt sehr, sehr spannend. Diese Partie, genauso wurde sie erwartet. Und da ist der Ausgleich, Korvi! Für die Schweiz. Wichtiger Treffer zum 1:1. Und damit alles wieder ausgeglichen. 2:37 vor Ende des ersten Drittels. Malgin. Nemček. Flag hat eine gute Schussposition. Ginoni ist da. Und Chlapik am Löffel. Erstmal dazwischen. Und die Schweizer im Vorwärtsgang über Löffel. Und der macht das Ding rein und bringt die Schweiz in Führung. So schnell kann das gehen. Aus 0:1 machen die Schweizer ein 2:1. Spiel damit erstmal gedreht. Und so geht es dann auch in die erste Drittelpause. Schönes Spiel, schnelles Spiel, torreiches Spiel. 2:1 nach 20 Minuten. 6:8 aus Sicht der Schweizer die Schussstatistik. Aber die Tore sind das Entscheidende. Und dort liegt man aktuell mit einem Tor in Vorsprung. Und Kukan. Überleg. Tschechen stecken dich auf. Kundratek wollen diese Chance wahren. Mit einem Sieg heute gegen die Schweiz. Die Möglichkeit aufs Viertelfinale. Überleg. Schöne Schussmöglichkeit da von Cervenka. Wieder Kubalik zurück an die Blaue. Kämpft nie, Scheibe läuft gut. Kubalik am Tor vorbei von Ginoni. Zwanzig noch auf der Uhr im Mittelabschnitt. Smejkal. Tschechien bemüht. Tschechien offensiv geprägt, aber die Schweizer sehr, sehr konstant in der Defensive. Und es ist auch dann nicht wirklich ein Durchkommen. Relativ festgefahren, diese Partie jetzt. Tschechien wieder mit der Befreiung. Wichtig natürlich aus tschechischer Sicht, dass die Schweiz hier nicht mit 3:1 in Führung geht. Minuten noch im zweiten Drittel. Nochmal die Tschechen über Nemček. Simeon. Quer gelegt, Nemček ist da. Simeon. Last minute of play in the
Und das. Letzten Sekunden sind abgelaufen, 40 Minuten gespielt, unveränderter Spielstand. Tschechen mit 1:2. Noch zurückliegend, obwohl man 5 Schüsse mehr hat am Ende des Mittelabschnitts. Aber das reicht eben nicht aus. Willst du eine Partie gewinnen, brauchst du entsprechend die Tore. Und die hat man bislang nicht erzielt. Und es gibt die nächste Strafzeit gegen Thomas Kundratek. Das jetzt also die große Möglichkeit für die Schweiz, hier vielleicht sogar den Deckel drauf zu packen. ...41 Sekunden nach Wiederanpfiff in den Schlussabschnitt. Niederreiter, und es ist Wemeka, der da zweimal eingreifen muss. Wieder Niederreiter, da ist Moser. 4-la. Niederreiter auf Fiala. Nächste Möglichkeit Niederreiter, aber wieder ist es Wemeka, der da ist. Noch ist Powerplay für die Schweizer Mannschaft. Und Giannoni muss wieder dazwischen gehen. Leonardo Giannoni, der bis hierhin einen ausgezeichneten Job macht, hält die Schweiz hier mit diesem 1:0 oder mit diesem 1:2 aus tschechischer Sicht in Führung. Viertelstunde noch im Schlussabschnitt. Jordan! Ortsmaker, wenn er den hier direkt abschließen kann, dann steht es 2:2. Dann macht das eben. Im Nachfassen, 2 Tore in dieser Partie. Smekal lässt Tschechien wieder offen. Jiří Smekal erzielt den Ausgleichstreffer für die tschechische Mannschaft. Ganz wichtiger Treffer, den man hier erzielt hat. Kaut, Korvi, Margin, Schweizer sofort wieder im Vorwärtsgang. Aber Spacek auf Sporil, und das wäre absolut unglaublich, wenn die Tschechen diese Partie hier noch drehen können. Tschechen kommen über Spacek. 11 Minuten zur Bordka. Kaut! Auch er wieder mit einer großen Gelegenheit für die Tschechen. Keine 9 Minuten mehr, unentschieden in dieser Partie zwischen Tschechien und der Schweiz. So, Bordka. Da ist Tomášek, und der macht die Führung für die tschechische Mannschaft. Da brat mir doch einer den Storch. Tschechien dreht die Partie. Sedlak auf Giannoni, hier fast den Doppelschlag, und aktuell, wenn wir die Partie zuvor weglassen, obwohl die ja noch sie nicht so wichtig ist, Slowenien gegen die Slowakei bei der virtuellen Platzschneise-KWM, Slowakei ohnehin kaum noch in der Lage, ins Viertelfinale zu kommen,
Tschechien aktuell 10 Punkte, damit punktgleich mit den Kasachen. Das heißt, es kommt, sollte es so bleiben, zum großen Showdown am 7. Spieltag zwischen Tschechien und Kasachstan. Norwegen damit sehr, sehr schwer. Also es wird langsam ernst. Tschechien allerdings, und das darf man nicht vergessen, im letzten Gruppenspiel gegen Kanada. Kasachstan trifft auf Slowenien. Also da ist noch nichts gesprochen. Es bleibt sehr, sehr eng. Generell ist noch sehr viel möglich und das macht diese Eishockey-WM einfach so unglaublich spannend, sowohl virtuell als auch reell. Einfach eine wirklich schöne Eishockey-Weltmeisterschaft. Ischia. Schietil. Kukan. Eine Minute noch Überzahl für die Schweiz. 2:50 Rest auf der Uhr. Nico Hischier. Und da ist es Niederreiter mit dem erneuten Ausgleich für die Schweiz. Nino Niederreiter lässt die Schweizer wieder hoffen. 3:3. Was für eine Wahnsinnspartie. Fiala. Wieder Fiala. Wer schafft hier den Sieg? Und die Schweizer drehen dieses Spiel. 4:3. Nico Hischier. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Sekunden, Kuba League. Leeres Tor bei den Tschechen. Schietil, Korvi, Kukan. Sedlak. Kämpft nie auf Kuba League. Noch 13 Sekunden. Tschechen nochmal nach vorne, aber die Schweizer haben die Scheibe über Moser, über Riad. Der kann die Scheibe halten, damit Tschechien hat dieses Spiel verloren. Und jetzt wird es unglaublich schwer bis unmöglich. Die Schweizer sichern sich einen weiteren Sieg. Morgen geht es weiter am Montag dann. Dänemark gegen Schweden, Österreich, Ungarn in der Gruppe A und in der Gruppe B. Kanada gegen Norwegen und Kasachstan gegen Slowenien. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Bloody LP.